Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, morgen am Montag ist Update-Tag und deswegen würde ich sagen, schauen wir mal in die Patch-Notes rein, was das Update so für uns bereithält. Das Update heißt, die Sterne stehen günstig, es geht wieder von 8 bis 11 Uhr, auch vom Speicherplatz her ein bisschen mehr als sonst, ungefähr 30% mehr, da bin ich sehr happy drüber. Merkt auf jeden Fall, ist schon mehr Inhalt drin, ob mehr Content kommt, sehen wir gleich. Genau, kurzer Überblick. Es gibt einen Feldzug mit einem paneuropäischen Schlachtschiff. Es gibt ein Event namens Raumkampf bis zum 1. April. Dann gibt es einen neuen Early Access japanischen Tech Tree für Kreuzer. Dann gibt es wieder einen Kalender. Es gibt das Event 5 starke Jahre. Es gibt Treue Belohnungsprogramm kehrt zurück. Ich bin noch nicht ganz sicher, was das war oder ob das einfach zu 5 starke Jahre dazu zählt. Dann zwei Seasons gewertete Gefechte und Balancing-Änderungen. Das klingt auf jeden Fall schon mal viel, 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 viel besser als die letzten beiden Updates zusammen. Also, allein, dass wir hier ein neues Event haben, ein Jubiläum, okay, Kalender, immerhin Kalender, hatten wir ja die letzten Male auch nicht, und Balancing-Änderungen und noch gewertete Gefechte. Also, so müsste für mich ein Update jedes Mal sein. Also vielleicht nicht unbedingt ein neues Event, aber zumindest in der Größenordnung. So. Das, was davor war, war ja einfach nur peinlich. Deswegen bin ich sehr happy, dass wir jetzt hier in eine richtige Richtung gehen. Zumindest sieht das schon mal vom Content so aus, als wäre jetzt ein bisschen mehr da. So, als wäre das nicht so einfach nur dahingeschissen, das Update. Das macht mich glücklich. So. Das Update, das Feldzugschiff, ist die Karl 14 Johann oder 14. Johann. Das ist ein paneuropäisches, besser gesagt schwedisches Schlachtschiff, inspiriert von einem deutschen Schlachtkreuzer. Sieht aus wie ein Ruprecht-Rumpf, hat vorne zwei 305er Drillingsgeschütze und hinten zwei Drillings 305er Geschütze. Also halt von den Geschützen aufbau wie in Brandenburg. Hat allerdings hinten am Heck noch 4x4 Torpedowerfer, die halt wie die paneuropäischen Zerstörer eine große Reichweite und hohe Geschwindigkeit aufweisen, wahrscheinlich dafür mit relativ wenig Schaden. Dadurch, dass sie exposed sind, also keinen Schutz haben um ihren Torpedowerfer drumherum, gehen sie wahrscheinlich sehr schnell kaputt, habt das im Hinterkopf. Und dadurch, dass sie hinten am Heck liegen, haben sie wahrscheinlich einen sehr schlechten Abwurfwinkel, dass sie nicht geeignet ist für einen Brawl. Okay, was ja eigentlich auch für die schnellen Torpedos jetzt unbedingt nicht der ideale Einsatzort ist, aber an sich habt das im Hinterkopf, die Torpedos sind vielleicht sehr nett, aber nicht das Herzstück des Schiffes, weil man sie sehr schwer einsetzen kann, da sie weit hinten gelegen sind, schnell kaputt gehen und halt auf so 12, 13, 1,5 Kilometer, ich weiß nicht genau, wie viel Reichweite die haben wird, je nachdem, ihr könnt es ja auch anders skillen und mit der Nachladezeit und Schaden kann ich jetzt noch nichts zu sagen, aber wenn wir uns das vorstellen, dass es ungefähr so wird wie bei den paneuropäischen Zerstörern, dann kann man davon ausgehen, dass ihr auf jeden Fall zuerst aufgeht, bevor ihr torpen könnt. Heißt, Stealth-Torpen wird wahrscheinlich nicht drin sein. Das heißt, Breitseite ziehen, um zu torpen, kann euch schnell mal ein paar tausende Leben kosten. Aber ich denke mal, auf Karten, wo viele Inseln sind, wie Weg des Kriegers oder so, oder zerklüftet, könnte das bestimmt ganz nett sein. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf das Schiff. Es hat eine schöne Tarnung, aber einen hässlichen Zitenaufbau mit diesem komischen Turm da. Der sieht echt hässlich aus. Aber, wie gesagt, ich freue mich auf das Schiff. Paneuropäer, meine Favorite-Nation. Und ich hoffe, dass dazu jetzt auch bald der Tech-Tree kommt. Eigentlich freue ich mich auf die Kreuzer mehr. Aber wenn die Kreuzer da sind, wenn die Schlachtschiffe da sind, sind die Kreuzer vielleicht auch nicht sehr weit. Deswegen, meistens ist es ja so gewesen, dass das Schlachtschiff im Feldzug als Teaser da war oder das Schiff generell und danach dann der Tech-Tree zukam. Deswegen hoffe ich, dass jetzt da bald was zukommt. Genau, halt wieder 100 Meilensteine über 5 Wochen. Ihr könnt das mit Aufholfunktion und ihr könnt jetzt auch KI-Gefechte für die Aufgaben machen, dauert halt nur länger. Wenn ihr den Schlachtschiffkapitän noch nicht haben solltet, gibt es den dazu. Eine schöne Flagge halt, Aufzeichen näher und halt so für 5 normale als auch 5 große japanische Tech-Tree-Kreuzerkisten für den Early Access, wenn ihr die Admiralitätsunterstützung euch holt. Genau.
So viel dazu. Ich muss mich ein bisschen ranhalten, denn es gibt ein bisschen mehr Content in diesem Update. Es gibt nämlich auch noch das Event Raumkampf. Ich sehe direkt von Anfang an drei Skins. Das sieht einmal aus wie ein Sumner-Skin. Das andere könnte Baltimore-Skin vielleicht sein. Und das dritte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein Schlacht, also wahrscheinlich, also auf jeden Fall neue schöne Raumtarnungen. Wird hier bestimmt auch gleich nochmal drin stehen. Und auch drei neue Kapitäne. Genau. Zieht in diesem neuen Operation zum 1. April in den Kampf gegen die mächtige All Destroyer. Euer Team muss sich durch einen Schwarm von Schergen der All Destroyer kämpfen und sie schließlich selbst besiegen, um sie an der Flucht zu hindern. Es ist ein Wettkampf gegen die Zeit. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Also macht euch auf eine heiße Schlacht gefasst. Ihr werdet speziell entworfene Raumschiffe und deren Kapitäne befehligen mit Schilden und Spezialfähigkeiten, die sie gegen den All Destroyer in Anschlag bringen können. Das Event bringt neue Schiffe, Skins und Kapitänsoutfits im Weltraumthema sowie reichlich Belohnungen auf Konsolen, kehrt außerdem der Raumhafen zurück. Das heißt, Mobile-Spieler werden da wahrscheinlich nicht viel Spaß dran haben, aber der Raumhafen war eine Sache, die fand ich super cool. Dass halt so ein Eventhafen drin ist und ich fand den, der war wirklich cool, deswegen freue ich mich mega. Das hätte ich auch ehrlich gesagt angesprochen, wäre das hier nicht mit drin gewesen. Ich hoffe, dass der Raumhafen zu einem Space-Event, der gehört für mich dazu. Was ich komisch finde, ist, dass der All Destroyer hier der Gegner ist, weil wir den haben ja vor nicht allzu so einem Space Event noch selbst gespielt. Jetzt weiß ich noch nicht, also neue Schiffe. Weiß nicht, ob die jetzt nur die Eventschiffe damit meinen oder ob es auch richtige, so ein Premium-Schiff gibt, sowas wie eine Ship Smasher oder so. Weiß ich nicht. Skins wahrscheinlich für Schiffe und Kapitäne. Also hier steht der Skins und Kapitänsausfit. Ich nehme an, dass es hier auf jeden Fall einen. Also ein amerikanischer Zerstörer, Gearing oder Sumner sieht so aus, als würde er einen Skin bekommen. Das andere kann ich nicht genau identifizieren. Und das dritte sieht aus wie ein japanisches Schlachtschiff. Von den Aufbauten her. Könnte wieder eine Fuso sein, könnte eine Nagato sein, was ich eher vermute, dass es ein Nagato-Skin ist. Aber da lege ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer. Genau, Weltraumthema, reichliche Belohnung. Ich denke, es wird vielleicht auch eine eigene Währung hinzukommen. Das war ja auch häufig so, dass es für die Events eine eigene Währung gab. Und man sich dafür Kisten kaufen kann oder was auch immer, aus dem man dann die Sachen ziehen kann. Davon stimmt jetzt hier nichts drin, aber ich bin mal gespannt. Sieht auf jeden Fall nett aus. Was ich schade finde ist, das muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen, dass die ganzen Events jetzt nur noch alle gegen KI gefahren werden. Also, ob es jetzt hier Halloween-Event war gegen KI oder ja, eigentlich nur Halloween die letzten Jahre, sonst gab es nicht so viele tolle Events. Die einzigen Events, wo man noch gegen andere Spieler fährt, sind die Race-Events gewesen, aber das waren ja auch nur Rumgefahre. Und die waren ja auch relativ langweilig. Aber solche schönen Space-Events würde ich mir freuen, wenn es wieder zumindest so eine Mischung wäre. Zwischen PvP und PvE. Das war ja beim Original Stellar Event so, dass wir PvE und PvP gemeinsam hatten. Das fand ich sehr cool. Klar hatte das der Modus viele Probleme und die wurden auch dann gefixt, aber den Modus fand ich halbwegs nett. Den könnte man meinetwegen so wieder bringen, auch wieder mit den Buffs, mit Heals und so weiter. Finde ich das ganz cool. Das hat man ja leider in gewertete Gefechte übertragen, in Arena übertragen. In gewertete Gefechte war es ja auch mal eine Zeit lang. Ich finde, das hat er da nie, gehört immer noch da nicht hin. Es gehört in solchen Modus rein. Aber nun gut, was soll's. Auf jeden Fall finde ich das ganz nett. Nur halt der kleine Kritikpunkt. Ich würde mir auch Events, solche Special Events mit PvP wünschen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, das zu programmieren oder was auch immer die dafür Ausreden haben, aber ich würde es mir wünschen. Einfach wie Rostgerümpel war ja auch PvP, da hatte PvE noch nichts drin gesucht. Das war mit meiner Meinung nach immer noch das beste Event, das wir je hatten. Aber ich will mich nicht beklagen, ich bin froh, dass überhaupt was gekommen ist, im Gegensatz zu den letzten Updates. Deswegen da auf jeden Fall. Mit einer kleinen Prise Salz auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Genau, nächstes Thema sind japanische leichte Kreuzer im Early Access, also im Vorabzugang. Das wird interessant.
Wir haben ja schon eine japanische Kreuzerlinie. Jetzt bekommen wir die japanischen leichten Kreuzer. Inwiefern sie sich von den anderen unterscheiden werden, werden wir mal kurz jetzt hier nachlesen. Genau. Wir freuen uns, euch einen neuen japanischen Zweig im Forschungsbaum präsentieren zu können, der aus leichten Kreuzern ab Stufe 4 aufwärts besteht. Klassiker. In diesem Update werden die ersten vier im Vorabzugang erhältlich sein. Agano, Gogase, Omono und Shimaranto. Keine Ahnung, wer das heißen soll. Diese Kreuzer verfügen über eine kraftvolle Torpedobewaffnung und Torpedos mit Kurskorrekturmechanik. Das ist interessant. Also das hatte ich ja schon mal angesprochen, als ich glaube die Repulse, nee, war das die Repulse? Irgendein britisches Schlachtschiff, das mit Kurskorrekturmechanik reingekommen ist. Das wird jetzt wahrscheinlich uns häufiger vorkommen. Ihr müsst mit den japanischen Kreuzern nicht mehr volle Breitseite ziehen, um eure kranken Torpedos rauszuwerfen. Bin ich auf jeden Fall gespannt darüber, wie schlimm das sein wird, weil man hat ja so einen großen Bereich dann, in dem man die nicht scharf werden. Also brawlen ist mit denen halt immer noch nicht. Aber ja, es klingt erstmal interessant, wie groß der Einfluss darauf sein wird oder ob man sagt, ja, okay, Torpedos sind ganz nett, aber eher HE-Spam. Werden wir mal sehen. Die aggressive Abwurfwinkel ermöglichen. Ah, okay, aggressive, hier steht es da noch an. Die aggressive Abwurfwinkel. Ja, ich lass mich da mal überraschen. Die hohe Zahl ihrer Hauptbatteriegeschütze und ihre ordentliche Verborgenheiten machen diese Torpedokriegsschiffe zu sehr nützlichen Kombattanten. Kombattanten? Kombattanten. Das klingt irgendwie nicht richtig, dieses Wort. Das muss ich mal gleich nachschauen. Kombattanten. Noch dazu ist für diese Schiffe eine Reihe von schicken Flottenparaden-Skins erhältlich. Okay, nette Skins für die. Warum nicht? So schwarze Woche, goldene Woche mäßig. Finde ich nicht schlecht. Ich habe gesehen, der 7er und der 8er haben 360 Grad drehende Türme, zumindest im Heck. Das macht es halt für mich ziemlich interessant zu pushen oder wegzukiten. Deswegen, ich bin da sehr gespannt drauf. Auch wie diese, die werden halt leichte Kreuzer sein, die werden wahrscheinlich wie Papierschiffe auseinanderfliegen. Wenn die jetzt aber so eine gute Verborgenheit und so starke Torpedos haben. Und zahlreiche Geschütze, das klingt eher so schon nach Panasiaten mit ihren Tiefwassertorpedos. Die hatten noch Nebel dabei. Ich bin gespannt, wie die werden. Ich würde mir nicht so viel daran versprechen. Der Vierer und der Fünfer sahen jetzt allein vom Layout schon nicht so super aus. Es sah eher wie eine Yahagi aus, mit vielleicht einem Extraturm oder so. Deswegen denke ich, dass die ersten Schiffe davon ziemlich Gurke sein werden, aber zumindest der 7er sah ziemlich interessant aus und der 8er sah auch ziemlich interessant aus. Das sind halt so Akizuki-Türme mit einem Rohr mehr. Wir werden wahrscheinlich eine hohe Feuerrate haben. Dafür halt eine niedrige Penetrationswirkung. Ist halt die Frage, ob die mit der HE überhaupt irgendwas penetrieren können oder ob man da IFAE drauf specken muss. Da bin ich mal gespannt. Zum Jahrestag der finalen Mission Yamato gibt es vom 4. bis zum 11. April eine kurze Aufgabenreihe rund um dieses legendäre Schlachtschiff. Ah, also es gibt Yamato-Aufgaben, das ist interessant. Für den Abschluss erhaltet ihr Belohnungen, darunter einige Kisten japanische Kreuzer. Das ist doch ganz nett. Also, sowas sind für mich so die Rosinen vom Update. Wo man so sagt, ja, es ist Yamato-Tag, ihr fahrt ein bisschen Yamato, macht Yamato-Aufgaben und ihr kriegt dafür Kisten. Das ist doch mal was Nettes. Da kann man auch sich die Hände reichen und man muss nicht für Kisten Pain oder Glücksspiel Gamble oder Dublon umwandeln. Also, sowas finde ich, könnte man häufiger bringen. Vor allem, wenn das so Early Access Kisten sind, wo man jetzt wirklich nicht knauserig sein muss. Das finde ich sehr cool. Der Stufe 8 Kreuzer Takahashi wird ab dem nächsten Update erforschbar sein, so wie immer. Steht hier auch nochmal. Also, neue Linie, japanische Kreuzer. Finde ich ganz nett. Daumen nach oben. So, es gibt einen neuen Kalender. Da gibt es anscheinend einen neuen Kapitän. So, und um diesen Satz leichter Kreuz abzurunden, ist auch ein neuer historischer Kapitän für den japanischen Forschungsbaum erhältlich.
Den Namen versuche ich jetzt gar nicht auszusprechen. Er ist ganz darauf ausgelegt, die Leistung der Torpedos eurer japanischen Kreuzer noch weiter zu verbessern. Uiuiuiui. Dazu bringt er neue Fertigkeiten und eine einzigartige Basisfähigkeit mit. Das wird interessant. Vor allem, da es viele gute japanische Torpedokapitäne gibt. Wenn man da noch Fischi draufpackt und Alatago, die nochmal Verborgenheit verbessert, könnte das echt heftig werden. Ich lese sie mal vor. Basisfähigkeit erhöht die Torpedogeschwindigkeit der Torpedos um bis zu 1,5 Knoten. Okay, ganz nett. Ich würde jetzt nicht extra auf die paneuropäischen Torpedozerstörer skillen, nur damit man jetzt da 95,5 Knoten hat. Das wäre ein bisschen albern, aber was soll's. Wer möchte, kann das machen. Und erhöht die maximale Bewegungsgeschwindigkeit des Schiffes um bis zu 2%. Die 2% wird man wahrscheinlich auch nicht spüren, aber das soll's. Auf jeden Fall ein netter Perk, wenn man eh japanische Kreuzer spielt und das noch ein bisschen mit dazu bekommt. So, legendäre Fähigkeit. Tödliche Distanz. Reduziert die Erkennbarkeit von den Torpedos um bis zu 200 Meter. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Erhöht die Reichweite der Torpedos um bis zu 6%. Das ist ganz nett. Kommt ja darauf an, was für eine Basisreichweite man hat. Wenn man halt so basismäßig schon 12,5 Kilometer hat. Puh, dann sind 6% auf jeden Fall mehr, als wenn man nur russische 4 oder 6 Kilometer hat. Okay, und erhöht den Torpedoschaden ihres Kreuzers je nach zurückgelegter Distanz der Torpedos. Und das finde ich unfassbar interessant. Also, das ist so ein Perk, den find ich ziemlich cool, dass du halt auf großer Reichweite, wenn du mal treffen solltest, auch mehr Schaden machst. Ist natürlich richtig mies, wenn du es auf maximal 20% aufgelevelt hast. Das ist natürlich doof, wenn du dann so zufällig einen Kurfürst oder, das ist nicht unbedingt Kurfürst, aber so Shimakaze-Torpedo-mäßig irgendwo am Ende dann doch zufällig jemanden triffst und den komplett aus dem Leben schepperst. Ich hätte das wahrscheinlich tatsächlich eher so gemacht, dass, ich weiß nicht, ob das man es überhaupt machen sollte. Japanische Torpedos noch mehr Schaden geben. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Ich finde es nun, glaube ich, nicht sonderlich gut, weil es hier je nach zurückgelesen, bis zu 20% mehr ist bei japanischen Torpedos schon eine unfassbare Menge. Das sind teilweise 5000 Schaden, die da einfach mal mehr drauf sind. Das ist heftig. Das finde ich wirklich heftig. Deswegen bin ich da wahrscheinlich kein Freund von so. Aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich eh mit vollständig verpackt spielen für einen weiteren Heal. Was auch interessant ist, dass ein Kreuzerkapitän Wille zum Wiederaufbau hat. Man hat so nah, also Schallmessraum drin. Und Exposé ist auch mit drin. Die werden also wahrscheinlich so nah bekommen. Ansonsten ergibt das wenig Sinn für mich, den Perk da drin. Ansonsten gibt es keine Special Perks. Also man kann halt drei Perks auf Torpedo skillen. Man kann Rausch der Geschwindigkeit, Torpedosafari oder was das ist und dann nochmal Torpedo-Nachladezeit. Also das ist echt heftig. Das sieht mir tatsächlich eher so aus, als wäre das ein Zerstörerkapitän, wenn ich ehrlich bin. Weil die Basisfähigkeit ist nicht auf Kreuzer eingeschränkt. Und die legendäre Fähigkeit ist auch nicht auf Kreuzer eingeschränkt. Nur der Letzte, der den Schaden erhöht. Aber die Reichweite und die Erkennbarkeit bleiben verbessert. Ja, also das wird wahrscheinlich eher ein Zerstörerkapitän, wenn ich ganz ehrlich bin. Sieht es mir nach einem japanischen Zerstörerkapitän aus. Ob er den Sano oder den Fischi oder den Gunso ablösen wird, weiß ich jetzt nicht. Aber es sieht auf jeden Fall richtig heftig aus, was er hier am Start hat. Genau, dann 5 starke Jahre und die Rückkehr der Treuungsbelohnungsprogramms. Okay, es ist also doch ein Event sozusagen zusammen. World of Warships Legends wird mit diesem Update starke 5 Jahre alt und viele von euch sind schon seit den Anfängen auf unseren Meeren unterwegs. Ja, ich bin seit 4,8 Jahren oder so dabei und krieg nur die 4 Jahresbelohnung. Arschlecken halt. Egal. Aus Anlass dieses Jubiläums haben wir eine Reihe von Geschenken für euch vorbereitet, darunter ein exklusives Stufe 5 Premium-Schiff für Spieler, die 5 Jahre dabei sind. Ich weiß nicht, ob man das nicht vielleicht eher an Aktivität festmachen sollte, aber
Meinetwegen, sei denen gegönnt. Der Commonwealth-Kreuzer Mysore. Okay, können sie behalten. Wenn ihr euch während des neuen Updates anmeldet, könnt ihr euch ein kostenloses Paket im Shop abholen, das eure Belohnung und einen kleinen Auftrag erhält, mit dem ihr sogar noch mehr Belohnung erspielen könnt. Naja, hoffentlich ist für alle anderen Spieler auch was dabei. Das wäre sonst ein bisschen unfair. Es gibt mehrere Belohnungsstufen, je nachdem, wie lange ihr schon Legends spielt. Ja, wenn man halt nur knapp unter 5 Jahren dabei ist, gibt es nur die 4-Jahres-Belohnungen und halt so weiter runtergestaffelt. Ist halt ein bisschen ärgerlich, aber was soll's. Ausschlaggebend ist das Datum, zu dem ihr euch das erste Mal angemeldet habt. Aber selbst wenn ihr erst seit heute dabei seid, gibt es auf jeden Fall etwas für euch. Vergesst nicht, euch während des Updates anzumelden, um eure Loyalitätsbelohnungen abzuholen. Im Blog erscheint in Kürze ein gesonderter Artikel zu den Informationen dazu. Ja, das muss ich mal gucken, ob es schon was dazu gibt. Ansonsten, es wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern, außer halt, dass die Leute, die letztes Jahr 3 bekommen haben, bekommen die Sachen von den Leuten, die letztes Mal 4 bekommen haben und so weiter. Und die 5er bekommen halt was Neues. Halt ein bisschen ärgerlich, wenn man halt so lange das Spiel schon spielt und aktiv dabei ist und halt immer nur ein Jahr hinter den Leuten herbleibt, die halt irgendwie einmal im Jahr sich anmelden. Was soll's? Muss ich mit leben. So, gewertete Gefechte, Saison 52 bis 53. Die gewerteten Gefechte finden in den letzten beiden Wochen des Updates statt. Okay, dann hat man davor genug Zeit, das sich das andere anzusehen und und den Event-Modus zu spielen. Kann ich verstehen. Und zwar ab Dienstag, dem 16. April in Saison 52 wird mit Schiffen der Stufe 5 gekämpft und mit Schiffen der Stufe 5 gekämpft und in Saison 53 mit Schiffen der Stufe 6. Ja, nicht meine Stufen, aber wir hatten davor jetzt Arena mit hohen Stufen, jetzt gewertete Gefechte mit 6 und 5. Kann ich verstehen. Divisionen sind je zu 3 Spieler, treten in 5 gegen 5 gegeneinander an. Ja, das finde ich nett. 5 gegen 5 mit Dreier. Ich fände es zwar auch mal nett, wieder ein 7 gegen 7 mit 5er Division. Das wäre auch richtig heftig, aber ich denke, das wird so schnell nicht kommen. Mit höchstens 1 Zerstörer pro Team. Klassiker, keine Flugzeugträger zugelassen. Ja, also das sind auch so Trends, die sich niemals verändern werden. Ich weiß nicht, wieso man die Flugzeugträger so haten muss. Für die kommt leider kein Content. Das finde ich immer noch sehr scheiße. Muss ich mal so sagen. Flugzeugträger werden unfassbar stiefmütterlich behandelt. Es kommt kein Content für die. Es kommt keine Möglichkeit, die zu spielen. Und kein Event, kein gewerteten Gefecht, keine Arena. Nirgendwo kann man Flugzeugträger spielen, außer in KI, Standard- und Trainingsräumen. Und im Trainingsräumen selbst da sind sie begrenzt, weil das die Server sonst nicht aushalten würden. Also, das ist schon eine bittere Pille für jeden, der gerne Flugzeugträger spielt. Jede Menge Belohnungen warten auf die Teilnehmer, darunter bis zu 2400 Stahl für den Abschluss beider Saisons. Ja, also ganz ehrlich, Stahl brauche ich jetzt nicht, aber für die Leute, die jetzt schon gelesen haben, wissen, hey, es kommt dann was für Stahl. Warum sagst du das? Ja, das Schlachtschiff Dyson kommt. Also Stahlschiff, Schlachtschiff Geißen, das Stahlschlachtschiff Geißen, Dyson. Also wir haben einen übergroßen Staubsauger in Legends. Ein japanischer Stufe 8 Premium Schlachtschiff. Er sieht eher aus wie ein Schlachtkreuzer, aber okay. Überall Kasematten, Shellcatcher, wieder einen Turm von der Fuso bis zur World Border, zwei riesen Geschütze und länger als eine Yamato. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lang dieses Scheißschiff ist. Das ist, reicht einmal um die ganze Karte, so lang es ist. Und halt vorne zwei, ich glaube 410er waren es und hinten 210er, oder? Steht hier leider nicht drauf, muss man nochmal nachschauen, aber das Schiff ist riesig und hat halt nur vorne und hinten jeweils vier Rohre. Das wird so geknechtet werden, jedes Mal, wenn ihr euch dreht. Ich denke, das Schiff wird ordentlich einstecken müssen und wird schlechter sein. Also der soll wohl den Izumo-Pen bekommen, die Dyson. Hat natürlich aber auch eine schlechtere Turmanordnung als die Izumo und auch weniger geschützt als die Izumo. Warum wenn man jetzt Dyson spielen soll, wenn man Izumo spielen kann? Fragt mich das bitte nicht. Es kommt, würde sich auf jeden Fall schon mal mehr lohnen, wenn es ein Premium-Schiff ist, um Geld zu verdienen. Da auch, jetzt kommt gleich noch was, weil ich nehme schon vorweg, auch auf T8 bald mehr Geld verdient wird. Aber so viel erstmal dazu. Genau. Die Schmiede gewinnt in diesem Update ein Schiff dazu. Japanisches Schlachtschiff Stufe 8. Der große Schlachtkreuzer kann mit 8 treffsicheren, also wahrscheinlich halbwegs genauen japanischen Geschützen, Stellengeschützen und guten Torpedos
und Verbrauchsmaterialien mit einzigartigen Verbesserungen aufwarten. Okay. Verbrauchsmaterialien. Ich weiß nicht gar nicht, was sie hat. Also sie hat auf jeden Fall Torpedos anscheinend. Ich kann die jetzt leider nicht sehen. Ich denke mal, dass es Unterwassertorpedos sein werden. Nicht Tiefwasser, aber dass sie halt wie bei der Anhalt unter Wasser sind. Aber naja. Ihr Motorboost, okay, Motorboost, das ist sehr cool. Kann die Dyson bis auf zu mehr als 40 Knoten beschleunigen. Das ist heftig. Dann wird es wahrscheinlich ein kurzanhaltender, starker Motorboost sein. Vielleicht so ein 15% Motorboost. Dann hat sie aber schon Base sehr viel. Sie also wird schnell sein. Das Problem ist, wenn du schnell bist, bist du auch schnell in der Mitte. Muss halt schnell über die Flanken fahren. Mit dem riesen Oschi. Ja, kannst du halt nicht sonderlich viel deiner Geschütze benutzen. Ich bin gespannt, wie sie wird. Ich werde sie mir auf jeden Fall nicht kaufen. Dafür ist mein Stahl mir sch zu schade. Und nachdem sie die. Wie heißt sie gleich? Den Kreuzer genervt haben. Warum fällt mir der letzte Name nicht ein? Salem, weil nachdem sie Salem genervt haben und der bei Nummer 3 den Preis verändert haben, bin ich bei Stahl, was das angeht, sehr vorsichtig. Da gebe ich jetzt mein Geld nicht beim erstbesten Schiff aus für, wenn ich nicht vorher weiß, wie das Schiff performt. Deswegen warte ich auf jeden Fall damit ab. Das würde ich euch auf jeden Fall auch raten. Die Dyson, ich denke mal, die Dyson ist absolut unnötig. Vor allem, wenn man eine Musashi eh schon hat, was eh schon mit das beste Schiff auf Tier 8 ist, von den Schlachtschiffen her. Oder halt, wenn man unbedingt so auf den Izumo-Pen steht und mit kleineren Geschützen arbeiten möchte, dann kann man halt auch Izumo spielen. Da finde ich die Izumo irgendwie logischer oder naheliegender, aber jeder ganz wie er mag. Genau, Mobilversion wird in der ersten Woche für alle erhältlich sein. Ihr könnt euch die ja schon vorher blockieren, sozusagen, vorher runterladen. Wird dann aber erst sozusagen erhältlich, wenn das live geht. Das ist dann, was steht denn das? Am 27. März kommt das überall runter. Voller Support für Kapitäne, Sparausgabe. Darüber haben sie ja die ganze Zeit jetzt gearbeitet. Für iOS-Leute auf jeden Fall ganz interessant. Sonst könnte man ja schon vorher sich die sonst woanders runterladen. Ich glaube, zuerst war Android in Philippinen und Kanada. Dann war Android überall, dann war iOS auf Philippinen und Kanada. Und wenn man keine VPN hatte, muss man halt jetzt bis zum 27. März warten. Genau, es gibt ja auch ein Ministerium für Balancing, da schauen wir auch gleich nochmal rein. Und kurze Sache noch zu den Flotten. Man kann jetzt nämlich die Clan-Tags sehen. April, April, es macht wieder, was er will. Clan-Funktion. Es wird zumindest, wird euer Flottenzeichen jetzt neben eurem Namen, Ranglisten, Gefechtsprotokoll, Spielerlisten, bla 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 angezeigt. Damit wird es viel leichter, Flottenkameraden und Community zu erkennen. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Ja, gefällt mir sehr. Das war viel zu lange gedauert für so eine kleine Änderung, aber immerhin ist es jetzt drin. Das ist noch nicht alles. Wir machen es euch leichter, Flotten und potenzielle Rekruten im Spiel zu finden, indem wir die Funktion auf Flottensuche einführen. Ja, das ist halt so wie Divisionssuche für Flotten. Okay. Wir wissen, dass viele von euch auch sehnsüchtig auf die Rückkehr von Flottengefechten waren. Ja, fragt mich bis heute, warum die nicht wiedergekommen sind. Aber wir möchten euch um ein wenig Geduld bitten, denn wir müssen vor der nächsten Runde noch einige Verbesserungen an diesem Spielmodus vornehmen. Okay, ich bin gespannt. Zumindest schweigen Sie sich da jetzt nicht tot. Sagen Sie, Sie brauchen dafür Zeit. Immerhin. Ist es, wie gesagt, hat auch einen Modus mit viel Potenzial und wäre schade, wenn der verschloren geht. Deswegen zumindest arbeiten sie dran. Also wir können uns hoffentlich auf irgendwas freuen. Genau, Fehlerbehobungen. Es gibt eine Verdoppelung der Zurückschaltfläche. Okay. Kapitänsbildschirmen werden jetzt keine Kapitänsnamen mehr abgeschnitten. Minikarte verdeckt dann nicht mehr die Buffs, Symbole der epischen legendären Modifikation. Und Epizentrum ist auf Tränen der Wüste raus aus der Kartenrotation. Das steht hier, glaube ich, nicht drin, aber das ist auch so. Das heißt, das ist auch schon mal ganz nett. Da sind wir das auch los. Der Modus war jetzt nicht sonderlich angenehm zu spielen. Viele Spieler haben keine Ahnung, wie man Epizentrum auf Tränen der Wüste oder generell spielt. Das geht wahrscheinlich vielen von euch auch so, die sich denken, was machen die Leute da? Keiner fährt ins Cap rein. Es war auch wirklich eklig zu spielen. Meistens hatte eine Seite, also die untere Seite, den Vorteil, aber naja, was soll's. Zum Glück ist der jetzt raus. Ich habe nicht unbedingt drum gebettelt, aber auf jeden Fall etwas, wo man sagt, okay, da haben sie zumindest
auf jemanden gehört oder halt selbst Initiative ergriffen und gemerkt, dass das quatschig ist. So, das Ministerium für Balancing berichtet Frühjahrsputz. Ai, 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 so, gehen wir schnell die Änderung durch. Renaissance bekommt einen Buff, wie es aussieht. Ja, Schiffs-TP erhöht, Granatenschaden erhöht. Ja, die Verteilung von den TP wurde verändert. Ich nehme an, dass sie jetzt mehr aushalten kann. Hawk wird verbessert mit minus 3 Sekunden Ladezeit und ja, minus 3 Sekunden Ladezeit, egal welchen Mod ihr drin habt. St. Louis bekommt eine Verbesserung. Da werden auch die ganzen TP wieder umstrukturiert. Die werden überall anders hingesetzt. Kriegt eine Sekunde schnellere Nachladezeit. Alaska kriegt einen Nerf und Stalingrad kriegt einen Nerf. Alaska legt 2 Sekunden länger nach. Der Bug wird wieder etwas mit TP gefüttert, das heißt, ihr werdet frontal nicht so schnell gesättigt. Für Stalingrad ähnlich. Stalingrad bekommt auch wieder eine TP-Veränderung. Die wird jetzt auch wieder weniger tanky gemacht. Ich verstehe das auch nicht. Das hatte ich im letzten Mal schon gesagt, dass das ein bisschen quatschig ist. Brest wird verbessert, Leone wird verbessert und italienische Kreuzer auch. Und ihr verdient jetzt mehr Geld auf T8. So, namentlich steht hier, wir nehmen eine Änderung an den Punkteverdienst einiger T8-Schiffe vor, um ihren Kreditpunkte und DP-Verdienst aneinander anzunähern. Main Izumo, Temer, FTG verdienen alle 11% mehr. Donska 5,5% mehr. Hier steht nur Kreditpunkteverdienste. Wenn sie da verstehen, EP-Verdienst, weiß ich nicht, ob die damit meinen, dass die auch dann 11% mehr EP verdienen. Das weiß ich nicht. Das steht hier nicht. Finde ich ein bisschen schade, dass es das nicht so eindeutig ist. Und weniger verdienen Brest, Petro, Brindisi und Ceylon alle 5% weniger. Dann haben wir noch die Änderung an Karten. Für Falle gewinkelte Startoption entfernt. Startposition entfernt. Startpunkte neu angeordnet, um Sichtverbindung zu vermeiden. Und Startpunkte bei der Flugzeugträger vorgelegt. Bei Falle hatte ich es mir, glaube ich, angesehen. Das sah jetzt ehrlich gesagt nicht so nach der Verbesserung aus. Das sah eher so aus, als würden jetzt sich jetzt alle Gefechte nur noch in der Mitte abspielen und keiner mehr auf die Flanke fahren. Oh, bin ich mal gespannt, wie es wird. Auf jeden Fall sah das jetzt nicht sonderlich interessant aus, die Veränderung. Für Flugzeugträger die Startposition nach vorne zu verlegen, finde ich quatschig. Finde ich halt wirklich quatschig. Die Flugzeugträger-Idioten werden trotzdem bis zum Kartenrand fahren. Und selbst die nicht unbedingt am Kartenrand fahren müssen, müssen halt ein Stück zurückfahren, um nicht beim ersten Spot vom gegnerischen Flugzeugträger aufgeklärt zu werden. Also ein bisschen unnötig. Finde ich unsinnig. So, Zuflucht nur für niedrige Stufen. Auch die gewinkelte Startposition entfernt. Also anscheinend mögen sie nicht gewinkelte Startpositionen. Zuflucht für höhere Stufen. Variantenherrschaft und Basis erobern. Also für die Variantenherrschaft und Basis erobern. Gewinkelte Startposition entfernt. Wer hat es überraschen lassen? Und Westlastigkeit der Startpunkte entfernt. Startpunkte gleichmäßiger über die Karte verteilt. Ich habe jetzt da leider keine Karte zu und kann das jetzt nicht genau sehen, aber das klingt schon mal etwas besser. Weil sonst immer klassischerweise auf Zuflucht, eine Seite wird komplett dann. Fahren dann immer zwei Seiten hin. Ja, bin mir da auch noch nicht so. Was eigentlich auch immer Klassiker war, war ja immer bei Splitter, dass sie jedem Update Splitter irgendwie die Spawns verändert haben. Aber dass sie hier mal wirklich, also ich lese mal kurz noch zu Ende durch. Zerklüftet Startgruppen besser über die Karte verteilt, ob nun besser, zumindest anders. Kartengrenze hinzugefügt, um leeren Kartenbereich zu vermeiden, zu verringern. Kartengrenze hinzugefügt, um leeren Kartenbereich zu verringern. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, was das denn soll. Kartengrenze hinzugefügt. War davor, konnte man da weglaufen oder was? Um leeren Kartenbereich zu verringern. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Leeren Kartenbereich zu verringern? Das muss mir mal jemand in den Kommentaren erklären, was damit gemeint ist. Egal. Mündung. Größe der Eroberungszone angepasst. Zentrale Eroberungszone vergrößert. Startpunktabweichung angepasst. Zwei neue Szenarios für Mündung hinzugefügt, die linke und rechte Kartenhälfte nutzen.
wahrscheinlich dann so gemischtes Basis erobern und Herrschaft, also wo du dann halt schon einen Herrschaftspunkt dann halt irgendwie schon hast. Genau, Riposte, unglückliche Startpunkte verlegt, um Navigation zu erleichtern. Sehr schön. Meerenge, zwei neue Szenarios für Meerenge hinzugefügt. Eins für die Gefechte auf mittleren und eins für die auf hohen Stufen. Das ist auch ganz nett. Und Tränen der Wüste. Spielmodus Epizentrum vom Matchmaking entfernt. Das hatte ich ja schon gesagt. So viel wusste ich auch schon. Das ist für mich irgendwie mehr oder weniger das Highlight von allem. Aber was soll's. Das war's für die Aufgabe des Ministeriums zu Balancing. Wir werden uns zukünftigen Updates wieder Änderungen vornehmen. Also bleibt dran und bringt das Stück auf. Also riesen Respekt an die schönen, tollen Veränderungen, die hier vorgenommen wurden. Also das mit Alaska und Stalingrad, das war vorhersehbar, dass es der größte Schwachsinn ist, dass das wieder zurückgenommen werden muss. Die ganzen Kartenänderungen finde ich super, dass da sich mal drum gekümmert wird. Das war absolut überflüssig, nicht überflüssig, aber es war dringend nötig, es war überfällig so. Die Verbesserung von den italienischen Zerstörern, weiß ich jetzt nicht, aber es sind auf jeden Fall durchweg Sachen, wo ich sage, dass das sehe ich auch so. Bei der Resistance kann ich mir kein Bild zu machen, weil ich sie selbst nicht gespielt habe, aber ansonsten sieht das alles sehr vernünftig aus und ich bin gespannt, wie es wird. Die niedrigen Stufen spiele ich nicht so häufig, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das mitbekommen werde, aber an sich auf jeden Fall ein Ministerium für Balancing, wo ich sagen muss, Chapeau, sehr schön gemacht. Hoffentlich wird es auf dem Niveau so weiterbleiben. Und ich bin dann gespannt, was dann jetzt die nächsten Updates so bringt. Auf jeden Fall Kartenänderungen, das war seit langer Zeit mal wieder nötig. Dann haben wir noch hier den eigenen Artikel zum Raumkampf. Widersteht dem Mächtigen des Bösen. Oh, gucke ich mir jetzt das Video von denen an? Nein, wahrscheinlich nicht. Also, Achtung, Kapitäne, gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Gut, eigentlich nicht am Horizont, sondern eher am Himmel. Wie der Widerstand uns berichtet, versucht das mächtige Raumschiff All Destroyer den Planeten mit wichtigen Dokumenten zu entfliehen. Es ist von höchster Dringlichkeit, dass diese Dokumente zurückholen. Aha, okay. Hebt vom Erdboden ab und startet geradewegs in den Weltraum, um euch der All Destroyer entgegenzustellen und euren Verbündeten zu helfen. Diese dramatischen Ereignisse sind Teil der ersten, unserer Operation zum 1. April. Ein Scherz sind sie aber ganz bestimmt nicht. Das Schicksal des Widerstands liegt nun in euren Händen. Aha. Okay. Eilt dem Widerstand zur Hilfe und schließt eine Reihe von Raumkampfaufträgen ab. Sie sind vom 25. März bis zum 15. April verfügbar. Ihr befehligt dabei drei mächtige Raumschiffe, die speziell für dieses Event entwickelt wurden: den Weltraumzerstörer Achilles, das Schlachtschiff Avenger und den Raumkreuzer Zarya. Alle drei Schiffe verfügen über besondere interessante Fähigkeiten und jedes hat einen eigenen schnittigen futuristischen Look. Wir stellen vor die Kapitäne der Raumschiffe. Elke Stahl, die gestandene Kapitänin des Raumzerstörers Achilles, komisch, dass sie einen deutschen Namen hat, egal, aber was soll's, steht auf dem Ruf, eine strenge, aber auch ge gerechte Anführerin zu sein. Hiss Lessar, der reptilienhafte Kapitän des R Schlachtschiffes Avenger, ist ein raffinierter, schillernder Charakter, getrieben von Ehrgeiz und Machthunger. Voldao, glaube ich, soll das heißen. Die Kapitänin des berüchtigten Raumkreuzes Zarya. Sie ist eine chaotische und charismatische Anführerin, die einer unterirdischen humanoiden Spezies entstammt. Ah, okay. Ex-Menschen unter uns, verstehe. Die hat. Ach nee, das ist nur ein Skin, oder? Das sind das eigene. Also ich denke, das sind Kapitäne für das Event, aber Skins für den. Ja, das sind Skins für die Kapitäne. Weil hier sieht man ein Bild, wo das definitiv ein Skin ist. Nehmt am Event Raumkampf teil und verdient euch eure Stellarships. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch fucking gewusst, dass es wieder eine eigene Währung gibt. Egal. Eine Währung, die in der gesamten Galaxis gültig ist. Ja, wahrscheinlich. Wir akzeptieren hier keine republikanischen Credits.
Wie viele Stellarships ihr in einem Auftrag verdienen könnt, hängt von de dessen Schwierigkeitsgrad ab und den ihr selbst bestimmen könnt. Ja, klassischer wie Halloween-Modus halt mit so Albtraum-Modus wahrscheinlich. Eure Stellarships könnt ihr dann vom 25. März bis zum 22. April, solange das Event Raumkampf läuft, im Shop gegen Güter eintauschen. Danach nicht mehr? Okay. Komisch, sonst ging das immer noch zwei Updates oder so, dass man die zumindest hatte. Dazu gehören der Stufe 6 Zerstörer Achilles. Aha, okay, dann gibt's also wirklich, okay. Der so aussieht wie das Raumschiff Achilles aus dem Event, okay. Besondere Raumschiff-Skins für den Kreuzer Zao, habe ich mir schon fast gedacht. Und Schlachtschiff Amagi, okay, ist nicht Nagato. Genau. Die so aussehen wie die Raumschiffe Zarya und Avenger. Ja, okay, das ist ja klar. Vier Weltraum-Kapitäns-Outfits, jedes mit deiner individuellen Sprachausgabe. Aber warum vier? Wir haben ja nur drei. Ah, da gibt es anscheinend noch einen vierten. Warum ist der nicht aufgeführt? Warum ist er bei den Kapitänen nicht aufgeführt? Ich verstehe das nicht. Okay, aber es gibt vier Skins anscheinend für die Kapitäne. Kisten Stellar 3, in denen ihr Kapitäne aus früheren Weltraum-Events sowie verschiedene Weltraum-Skins, Kapitänsartikel und andere Güter erhalten können. Das ist cool. Ich will nämlich noch die All-Destroyer-Tarnung für den Kurfürst. Stellar 3? Gab es mal ein Stellar 2? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Okay. Aber das ist nett. Ansonsten hier noch der Post zu dem Kalender. Da kriegt ihr halt den Kapitän draus, eine große Kiste, eine Flagge und eine Raumkiste, so eine Starkiste. Ansonsten halt klassischer Kalender. Ja, das war's. Ziemlich viel. Also ich habe durchweg geredet. Ich habe versucht, mich kurz zu halten, aber dennoch ist es, hat es echt lange gedauert, da durchzukommen. Spricht auf jeden Fall für das Update. Ich freue mich und ich hoffe, es kommt, wenn es auch nur halb so gut reinkommt, wie es hier versprochen wird, dann wird das ein super Update. Und ich hoffe, dass wir jetzt auf dem Niveau weitermachen können. Da gibt es auf jeden Fall. Also die Patch Notes lesen sich sehr gut. Und ich muss mal wegen diesen Kommandanten da, was da der reingeschrieben hat. Das klingt nicht richtig. Aber deswegen, macht's gut und dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und einen schönen Update-Tag. Macht's bis dann. Macht's gut. Bis dahin und ciao.